in Saloon. Wenn man sich alte Saarzeitungen anschaut, wird man immer feststellen, es gibt Werbung auch für eine Aktienbrauerei Merzig. Und wenn man sich die Kneipenlandschaft anschaut, wird man sehen, dass die hier auch recht viel Bier anboten und auch verkauft haben. Diese Aktienbrauerei gab es aber schon seit 1864, war also auch deutlich älter als die Donaubrauerei. 1877 war das Gründungsjahr der Bäckerbrauerei, die über drei Generationen ihr Bier herstellte und ihr Bier auch tatsächlich verkauft hat. Die werden ebenfalls für uns noch mal interessant, und zwar 1954 hat Peter und Nico Becker, also die dritte Generation der Familie Becker, die Donaubrauerei übernommen. Und das meinte ich ganz am Anfang mit, man kann eine Brauerei ganz schlecht losgelöst von ihrem Kontext wegnehmen. Nahkontext, Stadt Saloy, etwas erweiterter Kontextbereich, welche Brauereien, welche Konkurrenz gab es eigentlich? Jetzt habe ich aber eben auch schon hingewiesen, 1900 begann eine sehr stürmische Zeit. Für eine Brauerei in Bedrängnis reinzubringen, braucht es immer mehrere Faktoren oder einen Faktor, der richtig reinmacht. So normale Faktoren, mit denen eine Brauerei leben können muss, ist Abgabe, Steuer, etwas ganz Neues. Also man sieht, manche Probleme haben sich wirklich über die Zeit hinweggedauert. Die Preise wurden mal für Hopfen, für Malz, für Brauereiabsatz mal willkürlich ein bisschen angehoben. Das sind dann keine Steuern, das sind dann Abgabenerhöhungen. Ich darf mir hier an der Stelle mal erlauben, auf den Benzinpreis hinzuweisen. Ich kann heute getanken, ist also ehrlich gesagt, dann auch nicht gerne schmecken hier. Es gab Faktoren, die einfach teilweise absurd sind, aber auch schon wieder am Kommen sind, die Abstinenzbewegung. Weg vom Alkohol, weg von den Sachen, die schädlich sind, das ist nichts Neues. Das gab es um 1908 ebenfalls schon. Das heißt, diese Wellness, gesundheitsbewusste Bewegung, die wir heute haben, die ist sowas von neu, eigentlich gar nicht wirklich. So, und dann, wie gesagt, das wären noch zig Punkte anzuzählen, aber ich meine, ich kann mal auch gut nach. Ein Faktor, der aber wirklich alles getoppt hat, was man nur irgendwie aufbringen könnte, ich meine, da brauchen wir nicht lange zu überlegen, das ist der Erste Weltkrieg. Damit hat keine Brauerei der Welt gerechnet. Das oberste Heereskommando des Kaiserreiches, das ist kalt erwischt worden. Die sind davon ausgegangen, oh, das ist wie 1870. Wir holen unsere Truppen, marschieren rüber, sind in Paris, bevor Weihnachten ist, und dann ist der Käse jetzt. Den waren wir leider nicht so. Aber irgendwann hat es jeden von uns in Geschichte zumindest erwischt, Stellungskriege. Auf einmal musste dieses oberste Heereskommando sich tatsächlich mit diesem Gedanken anfreunden, dass hier wird kein kurzer Konflikt. Der wird ganz lang andauern. Was haben die gemacht? Die haben auf alles alle Produktionsgüter reglementiert. Brauereien wurden teilweise dazu aufgefordert, neben Bier auch andere Getränke herzustellen oder Fixkontingente an die Armee zum Beispiel zu liefern und konnten dafür dann zum Beispiel mehr Hopfen, mehr Malzertrag kriegen. Gleichzeitig hatten wir, was nochmal total totaler Wahnsinn eigentlich ist, einen recht annehmbaren Hopfenpreis von sehr guter Qualität, als zum Beispiel bayerischer Hopfen. Das wird uns übrigens nachher noch ein ehemaliger Mitarbeiter der Donnerbrauerei erzählen, wo dieser Hopfen genau herkam und wie die dann auch teilweise ein bisschen Verschnitt gemacht haben. Aber der Malzpreis, der war absurd hoch. Je länger der Krieg dauerte, desto knapper wurden alle Sachen. Was ist die normale Konsequenz davon? Man stellt zum Beispiel Dünnbier. Und damit meine ich jetzt nicht das mittelalterliche Dünnbier, wo man einfach zu allen möglichen Essen zum Beispiel zu sich genommen hat. Sondern schlicht und ergreifend, Mané, was ist denn hier? Ja, mit einer niedrigen Stabwerte, Kirmesbier. Kirmesbier? Maximum 8%. Wie kriegt man das hin? Ja, weniger Malz. Oder? Man macht das Malz ganz weg. Das ist dann eine Brühe, die wünscht man sich aber zu keinem einzigen Tag. Das Zeug schmeckt nämlich nicht wirklich. Gleichzeitig hatte Saarland schon immer ein Riesenproblem. Das war so und das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Naja, gut, ich habe jetzt gehört, jetzt gehen wir langsam im Informatikland, als Informatiker begrüße ich das.
aber wir waren nur im Stahlland. Stahl und Kohle. Wir waren eine sogenannte, naja, nennen wir es nur mit Monopolstruktur, das wäre der falsche Ausdruck. Wir waren leider Gottes von zwei Sachen komplett abhängig. Wenn das nur eins davon oder beide nicht so stark benötigt wurden, oder zum Beispiel rein zu Kriegszwecken eingesetzt wurden, dann war die logische Konsequenz, die Arbeiter hatten weniger Geld. Das heißt, das hat nach Brauerei natürlich immer ganz gewaltig geschadet. Weil man muss sich immer noch in diesem Zeitfenster eine Sache auch vor Augen halten. Wieso konnte es denn so um 1800, 1840 doch diese ganzen privaten Brauereien hier im Gebiet geben? Na, die Antwort ist simpel. Die Autos waren nicht verbreitet, so, wenn man heute rausguckt, man findet ja kaum noch Parkplatz. Die Zugverbindungen waren zwar schon in gewissen Formen da, aber auch noch nicht so groß. Mein Großvater hat mir noch erzählt, wie er als Liestorfer, der in Badgassen gewohnt hat, um Geld zu sparen, häufig nur nach Liestorf gegangen ist und ihn nicht gefahren ist. Das heißt, es war noch wesentlich leichter, sich seinen kleinen Absatzraum auch irgendwo zu garantieren. Und je mehr die Industrialisierung kam, je mehr das Verkehrswesen auch ausgebaut wurde, desto schwerer war es eigentlich für diese einzelnen kleinen Privatbrauereien. Weil schlicht und ergreifend, die Dollarbräu konnte schon nach Überhand. Die konnte nach Salinen fahren. Dafür war sie ansässig. Sie konnte raus aufs Land. Das heißt, die ist in diese kleinen Nischen, wo diese Privatbrauereien haben, natürlich auch reingegangen. So, aber jetzt waren wir gerade beim Ersten Weltkrieg. Wenn ich ab und zu abschweife, sagen Sie mal, ich bitte nicht böse. Das ist keine böse Absicht, die ich finde. So, Deutschland hat ja bekanntermaßen den Krieg, man kann es nicht anders formulieren, sehr heftig verloren. Das Saarland, das ja damals in der Form noch gar nicht gab, das, was im Saarland am nächsten kommt, ist ja eigentlich, wenn man sagt, Ingard ist rausgelöst worden von dem pfälzischen Gebiet, ist mit den preußisch-bayerischen Gebieten, die hier im Saarland vorhanden waren, zusammengelegt worden zum Saarbecken. In Zukunft werde ich aber trotzdem Saarland dazu sagen, das soll man sagen, ist einfach kürzer. So, was hatte das für Konsequenzen? Auf der einen Seite, wir waren nicht mehr in Deutschland, nicht mehr im Deutschen Reich integriert. Die Grenze war ziemlich dicht. Für die Brauerei hieß das nichts anderes, als dass ihre bewohnten Absatzgebiete weg waren. Die waren einfach nicht mehr erreichbar. Man musste sich umorientieren. Jetzt hatte die Donauer natürlich die Möglichkeit, in die französischen Gebiete reinzufahren. Nur, das heißt aber auf der anderen Seite auch, man muss neue Handelspartner finden, neue Bezugsquellen finden. Man muss neue Verträge aushandeln. Das ist nicht, dass man das innerhalb von 2 Minuten gemacht kriegt. Sowas braucht Zeit. Sowas schadet eigentlich nicht. Jetzt hat natürlich die Aktiengesellschaft, Aktienbrauerei Salin natürlich einen Vorteil gehabt. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß gewesen, wie zum Beispiel die Wahlzeit es gewesen war. Und das heißt, es hat nicht so enorme Auswirkungen gezogen. Weil das Kerngeschäft, Salin und Böden, das war ja weiterhin vom Staat. Ein zweiter Faktor, wo in der Zeit Brauereien das Leben schwer machten, das war doppelte Preisauszeichnung. Denken Sie einfach nur selber an die Euro-Umstellung. Wenn ich mir teilweise die D-Mark-Beträge drunter angeguckt habe, die neuen Euro-Beträge drüber, das ist schon kennengelernt, dass das wirklich 1:2 umgeht. Dieses Handling mit zwei Währungen, das ist immer nur kompliziert, erfordert auch einen hohen bürokratischen Aufwand. Das heißt, als das 22 ein Ende hat, war das für die Brauerei sogar gut. Nur, sie war eine Aktienbrauerei. Und Aktienbrauerei heißt, der, wo die Majorität hat, der hat das Sagen.